So, viele haben mich schon gefragt, was denn damit ist. Jetzt habe ich endlich mal die Zeit gefunden, ein Video zu machen. Ja, ich habe den Flipper schon vor längerer Zeit zum Laufen gebracht, den ich in einem älteren Video mal vorgestellt hatte. Und man kann jetzt leider die Anzeigen nicht sehen. Die werde ich euch nachher noch zeigen. Vorerst möchte ich euch aber einfach nur das Spielfeld zeigen. Und ja, wie gesagt, ich habe einige Ersatzteile gekauft. Und momentan gibt er irgendwie immer nur noch zwei Player an. Da hängt wohl hinten wieder was in der Playerscheibe. Das werde ich aber noch reparieren, also wieder einstellen, wenn ich dann umziehe. Ich werde demnächst umziehen. Und ich möchte den ganzen Flipper-Automaten deswegen jetzt nicht wieder vorschieben müssen. Aber ansonsten funktioniert er wieder einwandfrei. Neue Gummis hat er gekriegt, neue Kugeln, neue Flipperarme unten und ein paar neue Birnchen. Ja, sauber gemacht habe ich ihn. Ein paar Verdrahtungen habe ich neu gemacht, weil die alten kaputt waren. Und ja, dann zeige ich euch jetzt einfach mal so eine Runde Spiel. Und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zugucken. Ja, man sieht, es ist alles Glückssache. Es sind jeweils 5 Bälle pro Spieler einprogrammiert. Man kann auch 3 Bälle machen. Und ja. Ich habe aber 5 Bälle eingegeben, weil man will ja lange spielen. Geld einwerfen müssen, wäre ich frustriert. Dafür kann man halt nichts. So vom Spiel vorgegeben. Ja. Wenn das so weitergeht, dann sind die 10 Minuten von der Kamera gar nicht so schnell rum. Das war jetzt mein Fehler. Ja, so viel dazu. Sind wir schon bei Ball 5.
Ja, gut. Wenn ich mir so die Punkte anschaue, wird mir schlecht. Okay, das war's. Jetzt sind alle 5 Bälle durch, bei allen bei 2 Spielern. Und ja, was soll man sagen? Ihr habt es zumindest mal gesehen. Und das ist der Flipper. Hier sieht man, ab wann man ein Freispiel bekommt. Ab 34, 52 oder 81.000 Punkten. 5 Bälle pro Spiel. Ja, wenn man sich jetzt so meine Punkte mal anschaut, da mit 13.000 und da mit 14.200. Ja. Wie gesagt, das ist alles ein reines Glücksspiel. Man kann auch kein Geld gewinnen. Steht auch hier nochmal. For amusement only. Also nur zur Unterhaltung. Und ja, die Punkte sich bewegen, ist eigentlich recht einfach. Hier unten sieht man die Spieleranzahl. Hier unten gerade, also die Ball in Play, welcher Ball gerade ist, 1, 2, 3, 4 oder 5. Und dann halt Game Over. Und hier drüben erscheint dann auch nochmal ein Schriftzug, den zeige ich euch gleich. Ich werde jetzt einfach nochmal neu starten. Man kann dazu entweder hier Münze einwerfen oder den Knopf drücken, dann geht's auch an. Das muss ich noch irgendwie neu verdrahten. Und ja, da sitzt jetzt gerade eine Fliege. Wenn man den Knopf drückt, also ein neues Spiel startet, dann werden die Punkte zurückgesetzt. Genau, und hier wirft es dann den Ball raus. So, wenn ich den jetzt einfach mal da hochflitzen lasse. Dann sieht man, wie sich da die Punkte bewegen. Und dann, wenn der Ball hier unten durchfällt, dann springt es von Player 1 zu Player 2 rüber. Und natürlich auch da werden dann die Punkte wieder gezählt. Ja, also jetzt ist hier gerade dieser Up-Post rausgegangen. Der geht erst wieder runter, wenn der Ball über den kleinen weißen Knopf hier rutscht. Jetzt. Genau. Und da wir hier unten 2 Spieler haben, springt er jetzt wieder zurück auf 1. Und Ball 2 ist im Spiel. Wenn man mehr Spieler möchte, kann man hier die Spieler auswählen. Jetzt wird wieder auf 0 gesetzt. Wenn ich jetzt nochmal mache, geht er auf 3. Und wenn ich nochmal mache, auf 4. Und wenn ich jetzt nochmal drücke, sollte er eigentlich wieder zurückgehen auf 1. Was er aber nicht macht. Da muss ich noch schauen, was das ist. Aber prinzipiell funktioniert der Flipper soweit wieder. Ja, genau. Hier unten, das machen wir jetzt noch schnell, noch 30 Sekunden, erscheint der Tilt. Das ist hier unten, dieser, sieht man nicht, Schalter. Wenn ich den zudrücke, erscheint da Tilt. Und dann muss man den Flipper neu starten. Und natürlich sind dann auch alle Punkte weg. Ja, das war's von mir. Wollte euch den Flipper zeigen, damit die Leute endlich befriedigt sind. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Fayless.